Für uns bei Radio 32 ist die Welt rund um den Alltag. Für eine 7. Klasse aus Wangen bei Olten war sie bis letzte Woche absolutes Neuland gewesen. Seit dem Mandy haben sie ihre spezielle Projektwoche in die Welt der Töne können abtauchen. Und zwar in einem fahrenden Tonstudio, Melanie Riedi. Der Stefan Bregi hat sein fahrendes Tonstudio vor 1,5 Jahren gegründet. Seither ist er damit in der ganzen Schweiz unterwegs. Die Woche ist er bei einer 7. Klasse zu Wangen bei Olten für eine Tonstudio-Woche zu Gast. Der Stefan Bregi sagt: Wir machen etwas Vielseitiges, eine Tonstudio-Woche, wo aber gerade alle Techniken, sprich Beats programmieren, einen Song miteinander öffnen und ein Hörspiel machen, zum Einsatz kommen. So ein Projekt bringe den Schülern viel. Sie lernen dabei, mit modernster Technik ihre kreative Ader auszuleben. Und zwar mit einer Ausrüstung aus Mikrofon, Laptops und allerlei anderem, was es braucht, um Musik zu machen, sagt der Leiter vom fahrenden Tonstudio. Es gibt solche, die den Text aufnehmen, es gibt solche, die den Tonschnitt machen, solche, die Geräusche aufnehmen, solche, die Musik komponieren. Und da kann man jedes bei seinen Stärken abholen. Und genau diese vielseitigen Aufgaben rund um den Ton machen den 7. Klässler von Wangen bei Olten Spass. Dylan sagt: Es gefällt mir sehr gut, weil wir haben ein Hörspiel aufgenommen, einen eigenen Sound geschrieben und wir haben auch am Computer viele Sachen kennengelernt. Auch ihre Lehrerin Letizia Wüttrich hat der Blauschart Tonstudio-Woche. Sie findet es super, dass die Schüler so selbstständig an diesen Geräten arbeiten können und dass sie so den Blausch haben, wie sie miteinander die Sache erarbeiten. Und der Song, den wir gestern gemacht haben, dass sie den selber geschrieben haben. Und ich finde den Text wirklich gut. Ich bin schon ein bisschen stolz. Also wir haben einen eigenen Klassensong. Sie hofft, dass auch die Eltern begeistert sind von dem, was ihre Kinder diese Woche im fahrenden Tonstudio produziert haben. Heute oben können die nämlich selber Tonstudio-Luft schnuppern und sich von ihren Kindern alles erklären.